Wir reden über die 50. Runde in der National League. Das Schöne ist, es gibt einen Haufen Goal. Fangen jeden Abend ist es so, es läuft etwas in den Stadien. Hat vielleicht damit zu tun, dass die Fans wieder da sind oder Goal ist nicht so gut in Form? Nein, ich weiss nicht, Marco, was meinst du? Ja, vielleicht alles zusammen, aber ich glaube nicht, dass Goal nicht in Form sind, sondern dass man defensiv noch nicht so stark spielt, wie man eigentlich sollte als Mannschaft. Marco Bühr in unserer Runde, der Ueli Schwarz ist da. Ja, was bleibt dir gerade so als Erstes? Was poppt auf, wenn du an den heutigen Abend denkst? Gut, ich glaube, Bern hat ein deutliches Zeichen gesetzt, als einzige von den noch punktlosen Mannschaften. Das ist eigentlich das, was für mich raussticht. Ob das 8-1 vielleicht ein bisschen zu hoch ist oder verdient ist, das ist eigentlich Nebensache. Aber ich glaube, ich habe etwas gehört rumpeln, dass ein gewisser Stein am Rücken geht, ist zu Bern. Das kann ich mir vorstellen. Dort werden wir genau anschauen. Aber zuerst gehen wir zum Match HC Davos gegen Trapperswil, Jona Lakers. Und da haben die Davoser richtig Gas gegeben im ersten Drittel. So haben wir das schon viel gesehen vom HCD. Powerhockey und zwar bis zur letzten Sekunde im Drittel. 3-0, da habe ich gedacht, ja, also normalerweise lässt man da nichts mehr anbrennen. Und ein super Pass quer durch die Box und 0,0 Sekunden vor Drittelspause ist der Ball. Ja, dass der überhaupt ankommt, der Pass bei Enzo Corvi, war ein Problem bei den Lakers. He? Ja, Positionen stimmen ja. Es ist nicht so, dass sie nicht gut wären gewesen. Aber nur Position längt nicht. Du musst mit den Stöcken eben auch die Passgassen zutun. Der Pass von Brome ist, glaub ich, quer durch, war hervorragend. Aber aus Optik der Lakers dürfte ich das nicht kommen. Der Bader im Goal heute Abend bei der Rapperswil Jona Lakers. Die haben Moral bewiesen im zweiten Drittel. Das können wir uns gerade anschauen, weil sie sind wieder angekommen bis auf ein Goal. Nach dieser Aktion. Es ist eigentlich weiter Angriff abgefangen, aber jetzt sehen wir, dass ein Deckungsfehler passiert. Der André Sambu steht eigentlich beim Wick, löst sich, weil irgendwo ein Missverständnis ist. Und genau dann wird er frei und schießt dann auch direkt sehr gut. Das war sicher aus Davoser Sicht ein sehr ärgerliches Goal gewesen, weil es eigentlich aus einem schon abgefangenen Angriff heraus passiert. Ja, und über den Goalie müssen wir noch schnell reden, Marco. Ja, es ist eigentlich schon so, dass der nächste Ecke muss den Goalie haben, den muss er zutun. Obwohl, wenn ein Pass von hinten führen kommt, ist es schon nicht ganz so einfach, wie es jetzt hier im Fernsehen auch aussieht. Im Moment hat der Balance verloren und dann ist er nicht ganz zu gewesen. Dort ist er unter dem Fanghändchen durch. Und es ist noch besser gekommen für die Lakers. Der Emil Juse bringt die Scheibe ins Davoser Drittel rein und dann offensiv so ein Pack-Possession ist das, was wir hier sehen bei den Lakers. Genau, in der Reinkultur, die Scheibe zirkuliert sehr gut, man hat sie sehr, sehr lange in der eigenen Reihe, macht ein gutes Cycling und schließt dann mit dem Rebound ab. Es war ein sehr gutes Goal von den Lakers, sehr gut rausgespielt. Da seht ihr noch zweimal ist der Puck auf dem Schonen, drüber bounced, also köppelt und dann noch, ja, hat man dann sauber können versorgen vom Golden. Was passiert da mit dem HCD? Haben vielleicht viele sich gefragt in dieser Situation, weil die etwa noch mal einen klaren Vorsprung in der letzten Saison zu Hand gegeben haben. Aber heute Abend haben sie immer wieder können reagieren, immer wieder im richtigen Moment, haben sie Zeichen können setzen, wie da, wo es 4. Ah, das 4-2 ist schon passiert und jetzt sind wir beim Rowe. Was für ein Shorthander! Ja, die Lakers sind eben auch wieder hergekommen. Sehr schön gespielt von den Lakers. Es ist hier eigentlich eine erkämpfte Scheibe, weil man sehr aggressiv spielt, sehr gut vom Lehmann, er auch sehr guter Pass, aber das da ist für mich eigentlich das Sahnehäubchen gewesen, wie er den macht vom heutigen Abend. Wo ist Ueli angetäuscht und nachher übergezogen und dann wirklich gewartet, bis er drin ist und unter die Latte, super schön. Ja. Und die Davoser eben, haben aber auch da wieder können reagieren und jetzt kommt das Davoser-Goal, das entscheidende Goal und ja, hat auch nicht so ausgesehen zuerst. Nein, das war noch ein riesen Save vom Seng. Also da hat er zweimal sensationell gut reagiert und hat dann die Möglichkeit eröffnet, dann im Konter für Dambühl wirklich die Entscheidung nachher zu machen. Aber diese Szene zeigt ja, wie eng das war. Da schauen wir das nochmal an. Der Save vom Seng, zweimal gegen den Wick. Und dann klasse Pass von Marc Wieser auf den André Sambühl. Und der macht sie dann. Ja, schon Killerinstinkt, dass man irgendwann so antwortet. Ich meine, vorher bei der Chance der Lakers war eine sehr gute Chance. Sie geht einen katastrophalen Foulpass voraus im eigenen Drittel.
Und das bei der Führung, da muss man einfach vorsichtig sein. Das ist genau der Punkt, den wir meinen mit dem Game Management beim HCD. Ich meine, wenn das ein Goal gibt für die Lakers, müssen sie sich selber in die Nase nehmen. Ja, also alles ist noch nicht so stabil, wenn wir in dem heutigen Match wirklich sehen, auf beiden Seiten nicht. Die Lakers können sich ärgern, dass da drei Goal zulassen im ersten Drittel. Am Schluss eben holt sich der HCD den Sieg. Der Foser, der heute auch noch Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat, der 23-jährige Yannick Frehner, bleibt für drei weitere Saisons beim HCD. Und er ist jetzt im Interview beim Thomas Rottmeier. Yannick Frehner hat komfortabel 3-0 geführt nach dem ersten Drittel. Was war nachher die grosse Herausforderung? Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen bequem geworden. Dann sind sie ins Spiel gekommen und haben immer mehr vom Spiel gekriegt. Und ja, dann sind auch sie gefährlich. Und ja, das darf nicht mehr passieren. So. Bequem geworden in Davos sind auch ihr, glaube ich. 2017 habt ihr das erste Spiel in der National League gemacht. Was sind die Beweggründe, dass ihr hier in Davos bleibt und 3 Jahre den Vertrag verlängert habt? Ja, also erstmal, ich bin Bündner, ich fühle mich hier daheim und wir haben hier ein super Team und ich glaube alle an mich und das macht meinen Job viel einfacher. Der Yannick Frehner, den sieht man am Sonntagabend. Willkommen, Jan, heisst die Serie, wo ich bei Gottino Saurer von der Liga besuche. Davon habe ich André Sambühl getroffen und hat mir dann eben auch einen der jungen Spieler vorgestellt. Und das ist der Yannick Frehner, den sehen wir dann auch noch ein bisschen genauer in der HCD. Garderobe in einem anderen Umfeld. Also 3 Punkte für die Bündner, weiterhin kein Punkt für die Lakers in dieser Saison. Die haben weiterhin eine zähe Angelegenheit. Gehen wir zum Le Mans Derby, erstes Heimspiel vom HC Lausanne. Und wir haben ja schon von den Goalie geredet. Eben, von wegen, die sind nicht in Form. Genial in Form sind sie. Zum Beispiel der Gauthier Deglou. Den sehen wir jetzt gerade in Aktion, Marco. Ja, das war ein riesen Parade. Ein super Querpass näher an ihm führen, vorbei. Und jetzt, wenn er da mit dem Bein reagiert und den rausholen kann, ist es super gut. Das ist so der Moment, wo der Stürmer eigentlich das Jubeln schon auf der Zunge hat. Ja, muss Fans hinein auch. Oder? Fans verloren, schauen wir das an. Sensationelle Parade vom Gauthier Deglou. Und Lausanne ist dann auch in Führung gegangen. Ja, da hat der Stefan hinten sehr gut geklärt. Scheibe gegen Führer spediert. Und dann ist der Konter gefahren worden und ja, sehr gut abgeschlossen. Cool, dass der Verteidiger mitgeht. Gernot da vorderst der Front hier. Das ist schnelles Umstellen, oft der Rush, kommt sehr oft der vierte Mann mit dem Verteidiger und das war hier vor Volkrön. Und dann jetzt lang kein Goal gehen, da sind wir jetzt in der 42. Minute. Achtung Genf, Achtung Winnig. Ja, das ist Sahnehäubchen 2. Wir dürfen schon 2 nehmen heute, oder? Schon hervorragend gemacht von Winnig, wie er hier den Freiraum sucht vor dem Goal, wie er die Scheibe schützt, wie er Druck auf dem Stock hat und vor allem, wie er wartet, bis der Stefan etwas muss machen. Das ist also eine grosse Klasse. Das ist bei 3 gegen 3, es ist jemand einer auf der Strafbank geguckt. Gute Stimmung, viele Emotionen drin, aber so ein fairer Match, was wir gehört haben von unserem Reporter vor Ort. Und ja, so ist es auch in die Overtime gegangen. Und jetzt, wenn wir noch schauen, wer den Match entschieden hat, wie es ausgegangen ist. Ja, man merkt schon 3 gegen 3, man hat da ein bisschen Platz. Und, ja. 4 gegen 4 spielen jetzt aber ah, da. Ja. Ja. Ah ja. Auch wieder Strafe gegeben. Frick schiesst und dann der Fuchs mit dem Abpraller. Ja, die Stockkontrolle stimmt nicht, aus Genfer Sicht nach vor dem Goal vom Löckulter. Aber ich glaube, der Fuchs hat hier sehr viel Druck auf dem Stock gehabt. Und das war vor allem auch der Grund. Ja, ja zuerst hat er ihn gehabt. Der erste Ding ist mit dem Stock hat er ihn gehabt. Dann hat er sich lösen und ja, ist schon ein bisschen stärker gewesen. Also, das erste Le Mans Derby ist in der Overtime entschieden worden. Lausanne holt sich den Sieg. Und mit grosser Spannung hat man das andere Derby erwartet, das Berner Derby, das Tatzen Derby, vor allem natürlich wegen der misslichen Situation, wo der SCB reinsteckt. 4 Spiele, 4 Niederlagen, 8-16 Goal-Verhältnis vor dem Spiel. Man sieht es im Ergebnis, heute hat es die Berner Goal gegeben. Aber Langnau hat sehr gut angefangen. Das war eine umkämpfte Angelegenheit am Anfang in diesem Spiel. 1-1 ist es gestanden. Jetzt schauen wir uns den Führungstreffer an vom SCB. Und zwar 25 Sekunden vor der ersten Pause, der Vincent Paplon. Ich habe schon ein paar Mal von Game Management geredet. Oder? Wir haben lange noch einen klaren Scheibenbesitz gehabt, bringt die Scheibe nicht aus der Zone.
Und nachher reagiert Bern sehr, sehr schnell mit einem guten Querpass und einem guten One-Timer. Aber es ist natürlich bitter, wenn du so kurz vor Schluss noch einen kassierst und dann musst du mit einem Rückstand in Pause anstatt mit einem 1-1. Das war sicher nicht einfach gewesen. Du hast den Jubel von Praplan. Man weiss, was da auf dem Spiel steht. In diesem Heimspiel gegen Langnau und den ganzen entscheidenden Szenen. Und die betrifft wieder den Goalie. Sie betrifft den Ivars Punenovs, den Goalie von der SCL Tigers. Weil da kommt es noch zu einem Kontakt mit dem Corey Koniker, Marco. Punenovs hat nachher nicht mehr weiterspielen. Wie siehst du das? Ja, das sieht schon sicher aus, dass er wahrscheinlich Anzeichen hat von einer Hirnerschütterung, weil es doch ein Aufprall ist, den du gar nicht erwartest. Sonst hast du meistens Schüsse, die an den Helm oder an Masken ankommen. Aber da ist jetzt, er ist konzentriert, schaut auf die Scheibe, erwartet einen Schuss und dann kommt einer und trifft ihn ja blindside eigentlich. Ich bin ein bisschen härter. Das wäre ein dreckiges Foul gewesen. Et voilà. Müssen wir unbedingt ahnden, weil der Goalie muss ja der Scheibe nachgehen. Und wenn einer so von hinten kommt und du schaust der Scheibe nach und ich habe noch den Ellbogen, das geht gar nicht. Die Geschichte ist wahrscheinlich noch nicht gegessen, oder, mit dieser Szene. Ich hoffe, sie sind nicht gegessen. Ja, also, weil Ivars Punenovs nicht mehr weiterspielen konnte. Gianluca Zaita ist reingekommen und Bern hat dann richtig Auftrieb gekriegt. Und ja, es hat einen neuen Goalschütz gegeben, den sehen wir hier. Joshua Farni, von dem haben wir schon viel geredet. Erstes Goal und der Assist vom Dauga Winsch. Die haben zusammen gespielt heute in einer Linie. Dauga Winsch mit zwei Jungen und wie der Dauga Winsch als Weltklassenspieler hier dem Jungen das erste Goal vielleicht, das ist sehr schön gewesen. Man ihm es gönnen, dem Jungen. Aber schon sehr gut vom Dauga Winsch, weil er legt ihn fast die Pfanne fertig. Also der 18-jährige Farni, der da trifft. Und ja, der Dominik Cahun natürlich auch in der Kritik gestanden. Er hat zwar einen Assist schon gehabt im ersten Spiel, aber kein Goal. Heute Abend hat er gerade zwei geschossen. Auch da zuerst wunderbar vorbereitet. He? Das ist der Andersson, der da das Bässli gespielt hat, Markus. Ja, er muss sich auch nur noch reinschieben, aber so Sachen hat man auch schon neben durchgeschoben, was nicht gelaufen ist. Aber jetzt heute Abend ja, ist es definitiv aufgegangen und es sind super rausgespielte Goal auch. 4-1 hat er geschossen und das 5-1 hat er geschossen und das 5-1, das hat er dann herrlich gemacht. Da schauen wir es an. Ja, schon wahrscheinlich aus Langnauer Optik, oder? In der letzten Minute vom zweiten Drittel zwei Goal. Ist natürlich schwierig gewesen, so noch etwas rauszuholen. Also Langnau hat bitter Lehrgeld gezahlt heute Abend und Bern hat sich etwas können von der Seele spielen. Ich glaube, das war wichtig, dass aus Berner Optik, dass man jetzt mal ein Erfolgserlebnis hatte, dass die Goals kamen, dass ein paar auf das Scoreboard kamen, wo bis jetzt ein bisschen Kritik gestanden, dass sie nicht getroffen haben. Und ich glaube, das war ein guter Abend aus Berner Optik. Und er hat wieder ein bisschen die Formationen auch herumgeschraubelt. Da ist man immer noch ein bisschen am Suchen. Heute Abend hat ja das einmal recht gut funktioniert. Und jetzt wollen wir noch hören, der zweifache Torschütz, der neue Ausländer beim SCB im Sturm, der Dominik Cahun. Dominik Cahun, es ist geschafft. Der erste Saisonsieg und die ersten Tore. Die Erleichterung dürfte ziemlich groß sein. Ja, ich glaube, die Erleichterung, dass wir gewonnen haben, ist natürlich größer. Dass die Tore geklappt haben, ist auch super. Aber ich glaube, heute haben wir gezeigt, wie wir spielen können. Und ja, jetzt müssen wir so weitermachen. Sie haben nun 5 Spiele bestritten in der National League. Wie gefällt es Ihnen im Schweizer Eishockey? Wie wohl fühlen Sie sich? Und wie sehen Sie die ersten Auftritte Ihrer neuen Mannschaft? Ja, also ich muss mich natürlich noch auf das Hockey hier ein bisschen mehr gewöhnen. Ist sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Das Niveau ist super und es macht mir riesen Spaß. Ich fühle mich wohl hier in Bern. Und ja, die ersten Spiele, ich glaube, wir haben schon gute Leistungen gezeigt, wurden leider nicht belohnt. Und ja, jetzt haben wir uns heute richtig belohnt. Dominik Cahun, Gratulation und besten Dank. Dankeschön. Hören wir gerne, wenn einer das sagt, der gerade aus der NHL zurück in die Liga gekommen ist und legt die Erleichterung. Und das hat man jetzt wirklich gemerkt, wie das gerade ganz anders tönt. Ja, es ist schon so, dass jeder Club eigentlich unbedingt einen guten Start hat und das wichtig ist. Aber speziell jetzt in Bern, ich habe das x Jahre miterlebt, es ist schon immens. Und du bist natürlich froh, wenn du mal 3 Punkte drauf hast, 6 Punkte und es dir eigentlich normal geht, weil du fühlst dich sehr, sehr beobachtet von der ganzen Schweiz. Ja. Gehen wir ein bisschen weiter in eine andere Richtung im Kanton und kommen wir ins Seeland. Und die sind ja natürlich optimal in die Saison gestartet. Der EHC Biel heute auswärts antreten beim HC Lugano. Und das ist ein heisses Spiel geworden, eine heisse Geschichte geworden. Und zuerst sehen wir auch wieder ein super Goal. Der Damien Brunner, der hier eröffnet, nach 2 Minuten 23.
Da kommt Breakaway, sehr guter Pass hinaus von Luca Gunti, der heute zurückgekommen ist. Und macht dann hier auch sehr, sehr schön, schnellen Move, Backhand und dann rauf. Wenn man natürlich auswärts früh kann, in Führung gehen, dritte oder vierte Minute, ist das immer schon ein ermutigender Auftakt, das ist klar. Jetzt müssen wir uns Szenen anschauen, die aber weniger Freude macht. Elvis Schläpfer, Zentr, erste Linie gespielt, am unteren Bildrand mit einem Stock entsticht, da lässt er einen fahrenden Stock. Und zwar gegen den Team Traber. Das Verdikt war klar, weg vom Spiel, muss raus, muss duschen. Seht ihr das? Ja, ist klar. Also, so von den Bildern, so etwas wollen wir nicht sehen. Und das ist schon brandgefährlich. Und wenn der Spieler oder der Traber gar nicht bereit ist. Dann so ein Junge, der so gut gespielt hat, kann in der ersten Linie Center spielen. Und Ja, das ist sehr schade, weil er hat effektiv bis jetzt in den ersten paar Spielen sehr, sehr gut gespielt. Und verdient so, dass er vorne eine Chance hat bekommen. Aber man muss auch noch ein bisschen einen Barometer von den Emotionen von der Motivation schrauben. Das war klar too much. Und da hat er der Mannschaft den rechten Bärendienst aufgeladen. Das war die 5 plus Spiel durch, 5 Minuten Powerplay von Lugano. Und das haben sie dann auch genutzt. Luca Fazzini zum Ausgleich. Klassisches Fazzini-Goal, hä? Definitiv. Man weiss, er schiesst sehr gut. Da ist er jetzt super freigespielt worden, über einen Querpass. Schnell angenommen und dann ja, er schiesst extrem präzise und der hat absolut Pass gehabt. Ja, Luca Fazzini hat einen guten Abend gehabt. Ist nicht sein einziger Goal geblieben. Er hat noch 2 geschossen und trotzdem hat ihm einen Joe gestohlen. Der Damien Brunner hat nämlich noch 2 weitere Goal geschossen. Hattrick für den Brunner. Schauen wir uns die Goal an. Ja, auch hier ein guter Pass hinten raus, via Bande. Es gibt sofort einen guten Breakaway, 2-1. Und dann der Luca Gunti, der genau im richtigen Moment den Querpass spielt. Und der Goalie muss einen langen Weg gehen, um zu verschieben hier. Darum muss er auch etwas runter. Und dann wartet der Brunner sehr routiniert, bis oben offen ist und schiebt ihn dann locker oben rein. Das 1-2 war, springen wir rüber. Das 2-3, eben wieder der Damien Brunner. Ja, und das ist jetzt sehr unglücklich aus Lugano-Sicht. Oder? Man hat eigentlich die Leute dort, man hat die Scheibe eigentlich gehabt und bringt sie nicht weg. Und die Bieler sind aufsässig, sie gewinnen da die Zweikämpfe. Und der Brunner ist eiskalt. Ja, heute Abend ist definitiv von ihm alles gelungen. Und so wie nennt man das? Net Presence, oder was würdest du sagen, Oli? Ja, jetzt bei diesem Goal sicher. Ich glaube, vorher war es sehr Kaltblütigkeit, wo er sein volles Tempo mitnimmt und mit dem Tempo einen guten Schuss, respektive gute Finte macht. Aber hier hat er einfach nicht aufgegeben, nachgesetzt. Ja. Erster Hattrick für den Damien Brunner seit dem 30. November 2018. Der Hattrick damals auch in Lugano. Scheint ihm zu liegen dort. Das war noch nicht das letzte Goal. Schauen wir uns noch eine andere Szene an aus dem Spiel. Der Scheibenverlust von Elia Riva und dann ist es der Gillian Koller. So sagt man es, Uli, gell? Genau. Ein Welscher bei euch, der trifft. Genau, das ist richtig. Aber das ist das, was ja, sicher ärgerlich ja. Vom Riva, aber es passiert auch nur, weil der Kessler sehr hartnäckig nimmt und den Druck probiert zu setzen. Und dass dem Gillian hier das Goal gelingt, ist wichtig. Es ist gut für eine Mannschaft, der vierte Linie eben auch etwas dazu beitragen zu einem Sieg. Und das Game-Winning-Goal von einem Jungen, das freut mich natürlich. Am Schluss geht es 5-3 aus für den EHC Biel. Und jetzt wollen wir hören, was der dreifache Torschütze sagt im Interview. Damien Brunner, gratuliere zum Sieg. 30. November 2018. Kommt Ihnen etwas in Sinn? Ja. Ähnliches Resultat. Und vor allem der Hattrick, der letzte Hattrick von Ihnen. Und es war da, es war gegen Lugano. Was sind das für Zufälle? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe zum Spiel heute ich habe das Gefühl, Lugano war besser. Wir können uns bei unserem Goalie bedanken. Wir sind nicht so ein Spiel gekommen, das Cycling nicht können aufbauen. Wir haben kaum ein Offensivzonenschiff gehabt. Aber irgendwie waren wir kaltblütig in den Situationen, wo wir Chancen hatten. Und am Schluss, im letzten Drittel, finden wir einen Weg, um das Spiel zu gewinnen. Kurz einmal auf Ihren Hattrick angesprochen. Die ersten 2 Pässe sind von Luca Gunti gekommen. Zeigt das auch, wie wichtig er ist für die Mannschaft oder die Chemie, die ihr miteinander habt? Ja, definitiv. Die ersten 4 Spiele hat er nicht gespielt. Und der Mike und ich sind zwar zu Goal gekommen, aber nie miteinander. Heute war das Bindeglied wieder da. Er ist extrem viel gelaufen, viel eingeleitet. Und ist nicht nur für unsere Linie, sondern für die ganze Mannschaft extrem wichtig. Gratuliere. Danke vielmals.
Ja, also der Lauf vom EHC Biel, der geht weiter in dieser Saison. Gehen wir zum nächsten Spiel, gehen wir ins Hallenstadion ZSC gegen Aschua. Und da hat heute einer sein Comeback gefeiert. Endlich ist er wieder zurück, der Chris Baltisberger. Am 8. Januar 2021 hat er das letzte Mal gespielt. Und ja, Marco ist ein Spieler, wo man einfach auch gerne sieht, dass er wieder da ist, oder? Unbedingt. Ich finde ihn extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist immer dort, wo es gefährlich ist und auch dort, wo es wehtut. Also im Slot ist er sehr präsent und nimmt dem Goalie die Sicht, am gegnerischen Goalie, lenkt auch sehr viele Scheiben ab und das ist genau dort, wo... Ja, ich glaube, das hat letztes Jahr Zürich noch ein bisschen gefehlt, im Unterschied in den Playoffs. ZSC Lions, die heute gegen den HC Aschua, gegen den Aufsteiger gespielt haben und ja, sie haben den Match dominiert. Der Justin Sieger ist der, hat den Vertrag verlängert bei den Lions. Den sehen wir hier in Aktion beim 2-0 im Powerplay. Ja, du hast vorhin von Net Presence geredet. Das ist hier auch ein gutes Beispiel. Super, wie der André Ghetto hier den Fake gemacht. Aber ich glaube, der Sieger ist, kommt nachher und wühlt und wühlt und wühlt, bis er einfach drinnen ist. Geht nicht auf. Und auch die Goal zählen genau gleich viel wie einen schönen Schuss in Zeckeli. Das ist wirklich cool gemacht vom Sigrist, wie er hier dran bleibt. Und jetzt müssen wir schauen, was in der 17. Minute in diesem Match passiert ist. Ja, es ist die Geschichte, die für die ZSC-Fans so perfekt ist. Der, der das Comeback gibt, der schiesst das Goal. Chris Baltisberger. Und wie macht er es, Marco? Ja, ich habe es auch nicht gesehen live. Also, ich nicht gesehen. Ja. Für mich ist es jetzt das erste Mal, er war vor dem Goal. Ja. Und wird dann schön frei, kann sich freistellen und wird dann schön lanciert. Und kann ich nur noch nie tun. Ja. Sag mir, was ist ein Baltisberger Goal? Sag nicht, ihr müsst das haben. Ja, genau. Es ist ein Baltisberger. Im Kunstturnen, ja, genau. Im Kunstturnen, genau. würde das kriegen, den Move und alles. Genau. Der Östlund im Goal generell am heutigen Abend speziell gewesen, viel die zweiten Goalies, die heute zum Einsatz gekommen sind. Ja, es ist jetzt der 5. Match und es ist noch viel so, dass man dann irgendwann mal sagt, jetzt komm, im zweiten Goal eine Chance, im ersten Goal eine Pause gönnen. Und ja, vor allem jetzt Back-to-Back, jetzt heute Freitag, morgen Samstag geht wieder matchen. Es macht noch Sinn, ja. Wenn wir natürlich noch einen hören, nach dieser Geschichte, die da geschrieben worden ist, klarer Sieg für ZSC Lions. Und er hat beim Comeback sein Goal geschossen, der Chris Baltisberger. Chris Baltisberger, habe ich vorhin zugeschaut, er hat kurz auf das Interview warten, hat Wellen gemacht mit den Fans, ein breites Strahlen im Gesicht gehabt. Schönes Comeback heute. Ja, es war mega schön. Ich bin einfach nur dankbar und ja, ich habe es heute mega genossen. Es war wirklich mega schön und auch mit den Fans natürlich schön, dass wir wieder vereint sind und können Hockey spielen. Das ist cool. Die sind 9 Monate weg, schwere Verletzungen. Ich musste zurückkämpfen. Jetzt heute mit dem Goal retour kommen. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr euch so das kurz mal gewahr macht? Ja, also das ist schon ein bisschen schwierig zu fassen. Aber ich habe ich habe mir echt vorgenommen, einfach geniessen. Und auch vor dem Match sind mir viele Bilder durch den Kopf gegangen in der letzten Zeit. Und ja, ich habe es echt probiert geniessen und ich habe einfach Freude gehabt. Und ja, ich bin mega dankbar, dass ich wieder spielen darf und auch gesund bin. Und ja, heute so mit dem Match ist es natürlich mega cool. Und ja, es ist echt noch schön. 5:2 gewinnen ZSC Lions gegen Aschua. Ja, über Aschua müssen wir schon noch schnell reden, auch nach dem letzten Auftritt, den wir gesehen von daheim, von ihnen daheim gegen Lugano. Keine Chance heute im Hallenstadion. Ja, wird das jetzt so weitergehen? Ja, sie haben wenigstens heute insofern Charakter gezeigt, dass sie nach einem 4-0, nach 2-3, wo man ein bisschen Angst hatte, ein Lebenszeichen gesetzt haben, haben sich gewehrt. Aber es zeichnet sich schon ein bisschen ab, dass Aschwellen vor einer sehr langen Saison steht. Hey, sind die, wo sie immerhin haben sie heute beide mal einen Assist auf dem Konto. He? Aber dass sie da Akzente setzen können, ist im Moment nicht in Sicht. Ja gut, wir müssen natürlich uns auch bewusst sein, man kennt sie. Und man hat auch Respekt vorne. Und sie haben in verschiedenen Spielen, in der Swiss League, aber auch gerade in den Cup-Spielen gegen die A-Club, haben sie gezeigt, wenn man sie einfach spielen lässt und ihnen Raum gibt, dann können die durchaus auf diesem Level punkten. Aber ich glaube schon, dass die gegnerischen Trainer jeweils schon sagen, die zwei die bekommen keinen Platz, die müssen ein bisschen Holz fressen. Oder was ist das? Nicht mehr Holz heute. Carbon, oder was ist das? Und ich glaube, das spürt man ein bisschen. Und dann wird es natürlich schwieriger, Goal zu schiessen. Und bis jetzt haben sie den Weg zum Goal noch nicht gefunden.
Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Ja, schauen, ob sie noch Lösungen präsentieren können, die Jurassier in dieser Saison. Gehen wir zum nächsten Spiel. Da treffen zwei ungeschlagene Mannschaften aufeinander. Der EV Zug, okay, haben wir erwartet. Der HC Ambri Piotta, das ist die Überraschung. Drei Spiele, drei Siege. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie die da loslassen heute im eigenen Stadion. Brandon McMillan. Ja, das ist die Euphorie. Dem hättest du einen Weg stellen können. Was hättest du wollen, oder? Ja, das war, glaube ich, Rekord in der Sprint. Oder wie schnell dass der da zwischendurch ist. Ich glaube, die haben den Speed und alles vom ersten Spiel mitgenommen und lassen los wie die Feuerwehr und können dazu wirklich übertölpeln. Es ist wirklich ein Schulbeispiel. Wenn man sagt, Zug zum Goal, du willst dorthin, das ist unglaublich. Der braucht diesen Hang und dann braucht er diesen Hang und dann braucht er die Schulter. Also das ist grosse Klasse, die er sich da durchgemurkst, sagt man dann. Ganz gut. Also der Meister hat gerade schon mal gewusst, okay, da heute Abend, da müssen wir wirklich alles auspacken, was wir haben, um da dagegen zu heben, auch bei dieser Stimmung und dieser Energie, die da oben ist. Und ja, dann kommt der Shorthander da, der Deuce, der Verteidiger, der hängt ihn dann aber auch gerade schön. Ja, da haben super eine Situation 3 gegen 2 gespielt und einen super Abschluss. Da kann er gar nicht machen, der Goalie Chacho, der heute für den Konz gespielt hat. Apropos, genau, Goalie Wechsel auch dort, ja. Ja, und das ist schon ein bisschen klasse von den Zuger, oder? Ich meine, vielleicht eine andere Mannschaft hat sich da schon ein bisschen nervös geworden, aber sie spielen eiskalt ihr Spiel ab und dann geht es schon weiter. Und schauen wir die Klasse gerade an. Ein riesen Pfeifkonzert, oder? Und ja, man gewinnt die Zweikämpfe und dann ist das ein sensationelles Goal. Er schießt nicht einfach dann, wenn er die Scheibe gerade hat, sondern hat das Gefühl, ja, mal, da kann ich noch einen Trick machen, zieht ihn ums Bein herum. Und Sven Senderle. Das kennen wir aber von Zug. Ich kann mich erinnern, wie wir letztes Jahr das Thema oft auf dem Tisch hatten. Wir haben gesagt, immer schiessen ist schon gut, aber Zug sucht den bestmöglichsten Abschluss, den sie haben können. Das ist ein gutes Beispiel hier. Es hätte ja auch sein können, dass der Goldhelm hier bereits geschossen hat, aber man sucht wirklich, bis man eine Öffnung hat, dass die Chance auf ein Goal wirklich auch gross ist. Und auch das, ein fantastisches Hockey-Goal. Ja, ja, wenn du jetzt siehst, ein Direktschuss, der Goalie, Chacho. Er verliert nach einer Position, weil er mit so viel Schwung kommt. Und weil er genau eben diese Sekunden erwartet, dann ist das Goal. Aber es braucht eben auch, dass die ohne Scheibe immer wieder optimieren. Oder wenn der die Scheibe bekommt, keine Optionen mehr hat, dann kann er auch nicht einen besseren Pass geben. Und ich glaube, das ist eine der riesen Stärken von dem EV Zug, dass die Spieler die sind so in Bewegung immer und lösen sich immer wieder. Und dann gibt es eben immer noch bessere Optionen. Das ist also wirklich eine super Kiste. Das ist natürlich auch der Jan Kovars, der diesen Pass gespielt hat, die ganze Qualität gesehen in dieser Szene. Sven Senteler, der abschließt und einen neuen Mann beim EVZ hat dort auch noch Goal-Premiere gehabt. Der hat das letzte Goal gemacht in diesem Spiel. Am Schluss gewinnt Zug 4-1, der Fabrice Herzog. Auch hier, ganz viele Spieler würden in der Position von Marcini einfach mal draufhauen, was nicht falsch ist. Aber auch er sieht noch einen besser Postierten und macht zum Goalie extrem schwierig. Also es ist auch hier wieder das Prinzip von Zug funktioniert. Fabrice Herzog mit Marco Müller und Lino Marcini hat er in der Linie gespielt heute Abend und mit ihm haben wir auch geredet nach dem Match. Fabrice Herzog, wenn ich sage, die Spezialsituation ist heute entscheidend, ist das ein bisschen zu einfach oder ist das so, was man dank denen gewonnen hat? Ja, ich glaube, ein bisschen einfach. Wir haben beide viele Strafen genommen. Wir haben einfach zu viel genommen und es war ein schwieriges Spiel. Ja. Ich habe das Gefühl, egal wer im Spiel bei euch hin ist, es geht enorm wie einfach aus in einem von den Neuen, das Team hineinkommst. Was macht es so einfach, in diesem Team noch erfolgreich zu sein? Ich glaube, wir haben durch vier Linien gute Spieler. Ich glaube, das hilft sehr, dass jede Linie spielen kann. Und das macht es eigentlich einfach. Für euch persönlich heute, ist das jetzt auch so der Goal-Durchbruch, den ihr erhofft habt? Ja, bevor ich jetzt mal im fünften Spiel. Aber ich probiere immer weiter zu kämpfen und weiter gut zu spielen. Merci vielmals. 5 Spiele, 5 Siege, das Bilanz vom EV Zug. Und so sieht jetzt das aus nach den Ergebnissen vom heutigen Abend, wo ja, auch wieder viele Goal gefallen sind. Klare Siege, die es gegeben hat.
Und ja, der Verlängerungsmatch beim Le Mans Derby. Jetzt schauen wir uns schnell die Tabelle an, wie sich die präsentiert. Da haben wir die Zuger zuoberst, aber die Bieler, die sind auch dort. Amber Piotta kann sich noch heben, ZSC Lions, Davos, die alle noch über dem Strich. Und ja, wo ist denn der SCB? Aha, jetzt also den Sprung über einen Strich haben sie schon mal geschafft, unten dran. Jetzt nur noch Aschau und die Lakers ohne Punkt. Das fällt euch noch auf bei den Tabellen, Oli? Ja gut, ich denke, wenn wir schauen, dass vom Rang 3 an ist das alles noch sehr, sehr nah beieinander. Und ich glaube, das ist wirklich nur eine Momentaufnahme nach so wenigen Spielen, wie es jetzt aussieht. Es ist klar, es ist cool, wenn man fünfmal gewinnen kann in den ersten fünf Spielen. Es ist nicht angenehm, wenn man vier oder fünfmal verliert. Aber die Rangliste hat deswegen noch keine Konturen, die ich mir jetzt irgendwie auf eine Prognose rauslassen möchte. Schauen wir lieber noch, wie es morgen weitergeht. Die nächste Runde wird dann schon wieder gespielt. Auch dann gibt es wieder 6 Spiele. Und bei MySports ist man natürlich dort überall mit dabei. Soweit die Zusammenfassung von der Runde vom heutigen Abend. Und das sind also nochmal die Spiele, die uns morgen dann werden beschäftigen. Aber es gibt natürlich noch mehr Themen, die uns beschäftigen. Zum Beispiel die Goalie-Situation beim HC Davos. Die haben wir heute Abend schon mal angeschnitten. Aber die ist zum Teil ja, so schwierig zu verstehen und nachzuvollziehen, dass es gut ist, wenn man in aller Ruhe kann, über das noch ein bisschen diskutieren und das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Gerade auch heute, wo wir mit dem Marco Bühr, unseren Goalie-Experten, in der Runde haben. Und das machen wir jetzt gerade im Anschluss, und zwar im Backcheck der Talk. In ein paar Augenblicken sind wir wieder zurück auf MySports1.